Eigentlich. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Aber trotzdem, bitterer Geschmack zeigt eigentlich an, nicht essen. Was ist das hier? Dogbane Stems. Kenne ich nicht, nehme ich mal mit. Ich brauche dringend Holz. Das Spiel ist gar nicht gut für mich. Das könnte ich mitnehmen und das könnte ich mitnehmen. Keine gute Combo. Für mich nicht. Aber hier könnte ich jetzt Glück haben mit Holz. Hoffe ich doch. Ah ja. Ein Seil. Jetzt muss ich mir merken, wo ich hier bin. Nägel. Seile brauche ich gerade nicht. Ich brauche aber das Holz hier. Stahlrohr kann ich sogar mitnehmen. Da habe ich sogar noch welche im Inventar, wie es scheint. Das ist einfach nur Schrottholz. Und Schrott, was ist das hier? Bauplan. Lockpick. Wird auch endlich mal Zeit, dass ich den habe, weil den brauche ich tatsächlich wirklich. Ah, das waren die Nägel. Ich brauche mehr Planken. Nicht mehr viel, aber ein paar brauche ich noch. Okay, bin ich auch mit den Stahlrohren voll. Ich glaube, ich brauche noch zwei, drei. Sogar noch. Das wäre eigentlich sogar noch besser als ein Brett. Also ich würde die Kisten ja mitnehmen. Noch mehr Himbeeren. So Mist. Ich brauche mehr Holz. Vielleicht kann ich es später herstellen, aber aktuell noch nicht. Das sind einfach nur zerstörte Sachen. Ich mit meiner Looterkralle nehme natürlich alles mit, weil man alles brauchen kann. Das ist ja auch immer meine Einstellung in Survival Games. Du kannst vor allem anfangs erstmal alles brauchen. Ob du es dann wirklich brauchst, ist eine andere Geschichte. Aber für den Anfang nimmst du mit, was du kriegen kannst. Aussortieren kannst du dann immer noch. Okay, aber ich sollte den Lockpick auf jeden Fall mal bauen. Ich glaube, wir haben doch eine ganz, ganz leichte Heilung. Oder ich habe es gekriegt durch irgendwas bauen. Aber wenn ich den Lockpick mache, dann kann ich mal gucken, ob ich hier noch mehr finde. Mit der Angel komme ich aktuell noch nicht klar, das kriege ich aber auch noch hin. Nee. Wo sind die? Ich habe keine Planken hier drin. Ich dachte, ich habe da noch welche drin. Toll. Mal hier Nails und Bolzen. Nägel und Bolzen. Den Lockpick würde ich halt gerne nutzen. Ah. Dann packen wir halt noch mal was raus. Nee, vielleicht nicht die. Wie erstmal mit diesen Rüben hier.
Karte könnte ich auch machen, aber die Frage ist, habe ich dann noch ein Item? Wird anscheinend automatisch benutzt. Reinpacken kann ich hier gar nichts mehr. Ich brauche so dringend mehr Holz. Und wenn ich erstmal nur die Küche baue, damit ich da irgendwas mitmachen kann. So, jetzt müsste ich die Kisten hier alle öffnen können. Moment, da sind neue Kisten entstanden. Umso besser. Aber erstmal gucke ich hier nach dem... Okay. Ein Seil. Inventar ist voll von mir aus. Ich brauche doch nur fucking Holz. Ist das ein Baumstumpf da hinten oder ist das was anderes? Und die Sonne ist noch am... ist noch schön weit oben. Das ist aber nur ein Baumstumpf und das Moos brauche ich gerade nicht. Ich will nur Holz finden, damit ich weiterkomme. Interessante Verzweigung, weil es dürfte nicht sein, außer es, doch, es könnte schon sein, aber es ist unwahrscheinlich, dass ein Baum noch mal austreibt, nachdem er gefällt ist. Vor allem, die sind ja gefällt und nicht aber umgefallen. Das heißt, hier müsste reichlich auch noch jemand gewesen sein. Ich sehe Kisten, glaube ich, oder? Nee, es müsste eine Kiste sein. Bitte lasst auch Holz sein. Einfach eine einzelne Kiste. Okay, nehme ich mit. Ah, schön. Na, schade, aber egal. Man muss Prioritäten setzen. Noch ein Stahlkabel. Ich habe schon fast befürchtet, dass es so ist. Sonne geht langsam unter. Die Seile brauche ich nicht, ich brauche Holz. Okay, das kann ich vielleicht auch noch mitnehmen. Nein! Dann scheinen die auch wirklich weg zu sein, die Sachen. Die hatte ich schon, oder? Yep. Ich laufe mal lieber nach Hause. Auf jeden Fall kann ich jetzt erstmal den Kochraum bauen. Das heißt, ich könnte eventuell ein paar Sachen machen. Und ich glaube, dann kann ich auch mal die ganzen Äste verbrauchen.
allem muss ich jetzt dringend was trinken. Aber ich glaube, es ermöglicht mir jetzt tatsächlich neue Sachen, wenn ich das mache. Ich meine, ich habe genug Bolzen gefunden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann brauche ich die nämlich nicht erst herstellen. Kann ich nicht mehr aufnehmen, oder? Das ist Chicory. Und selbst wenn ich jetzt anfangen sollte, langsam zu verdursten, wäre das auch nicht so schlimm. Ich bin froh, dass ich die ganzen Sachen habe, die ich brauche. Zumindest will ich will natürlich noch das Lager haben, das ist mir tatsächlich auch ein Anliegen. Aber für den Anfang reicht mir der Raum. Und nachdem ich den dann gleich habe, möchte ich natürlich mehr. So bin ich halt. Ehrlich gesagt, so schlau ist dieses Haus gar nicht platziert, weil du hast halt hier im Winter kommt die Kälte halt hier runter und sammelt sich hier. Naja. Unbedingt was trinken. Ja, wir haben kein... Moment, habe ich wirklich kein Wasser? Da ist Wasser, ich brauche dringend welches. Ich möchte aber sagen, man verliert relativ schnell sein Leben. Also das geht schon übel. Habe ich gerade eine Überanstrengung? Trink! Trink doch! Also knapper geht's ja kaum. Ich habe auch nicht gespeichert, was schlecht ist. Wenn ich jetzt angegriffen werde, habe ich verloren. Ah, ist schon clever gelöst. Wenn es Nacht wird, dann fängst du an zu erfrieren. Dass du halt nicht wirklich die ganze Nacht durchmachen kannst. Beziehungsweise wirst du irgendwann zu müde. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz kleine Heilung. Ich speichere jetzt erstmal. Cooking. Mix ingredients and prepare meals for the room. For the road. Greenhouse and Brewing Room. Greenhouse klingt eigentlich schon mal wichtig. Brauraum eigentlich auch. Guck. Interessant. Macht die anscheinend sehr satt. Ah ja. Mal gucken, was das wird. Chef of the Wild. Mal sehen, was das wird. Cool. Was haben wir denn hier? Okay, ich lasse mal ein bisschen was noch hier, aber so viel kann ich gar nicht hier lassen. Erstmal schlafen.
Der Magen ist voll. Die Augen schwer. Ich meine, mit dem nächsten Essen werde ich mich auf jeden Fall ein bisschen heilen. Okay, Old Rex und... Ah, die Black Dings, Hammer. Ressourcen habe ich ja alles. Die wichtigsten Sachen habe ich. Mir fehlen die Planks. Krabbeln wir erstmal meinen Lieblingsplatz ab, hier oben. Schön nah. Da kommt nichts mehr raus anscheinend. Jetzt schon wieder voll. Nehme ich mal lieber die Old Rex mit. Natürlich wären mir Planks am liebsten. Ich muss sagen, das ist ein bisschen merkwürdig tatsächlich, dass die Sachen halt wiederkommen. Pflanzen sehe ich ein, aber die Kisten, vielleicht hat er einfach noch keine, oder sie, noch keine andere Möglichkeit gefunden, das Problem zu lösen. Müssen wir mal irgendwann eine Karte machen. Und warte was? Nö. Weil aktuell finde ich eher alles per Zufall. Die Dinger bleiben. Das heißt eigentlich das Auge da oben. Wahrscheinlich, dass mich ein Bär gesehen hat. Da ist also ein Bär. Was ist das? Interessant, Schleichelemente. Ganz ehrlich, der hat mich jetzt nicht gesehen.
Ja, ich habe trotzdem Schiss vor dem. Okay, er weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich sterbe. Oh, ich wusste nämlich jetzt auch nicht, wie ich bin. Okay, man ist nicht sofort tot, aber der Schaden von den Viechern ist übel. Spiel? Ja, ja, hab's verstanden. Machen wir noch mal ein bisschen was zu essen. Müssen wir leider noch mal machen, weil ich drauf gegangen bin. Warum nicht? Kochen wir mal ein paar mehr Sachen. So eine herzhafte Mahlzeit ist doch gut. Oh, die Rübe ist aber gut, muss ich sagen. Die Rüben machen richtig schön satt. Okay, das ist ekelhaft. Vielleicht noch eine Rübe mit einem Pilz, aber eine Rübe mit einer Himbeere stelle ich mir absolut ekelhaft vor. Ich habe mir schon vermutet, dass ich die Sticks brauche, damit ich... damit ich wahrscheinlich Essen machen kann. Kann ich hier noch mehr? Nö. Jetzt wäre tatsächlich ein Lager nicht verkehrt. Ja, ja, müde. Ich weiß auf jeden Fall mit Bären nicht mehr anlegen. Ich wollte es eigentlich eh rausfinden tatsächlich. Aber ich weiß halt auch nicht, was kann ich machen, damit ich nicht verblute, wenn das Vieh mich erwischt. Ich glaube nämlich, ich bin verblutet. Ich glaube nicht, dass der Bär mich zweimal erwischt hat. Na, hier brauchen wir jetzt... Nee, ja okay, die Planks wieder. Das ist auch so ein Häppchen, das man so essen kann. Ein paar gute Essen habe ich jetzt. Das mit den Planken stört mich tatsächlich noch so ein bisschen. Dass du die halt nicht herstellen kannst.
Okay, gehen wir nochmal rüber. Ich habe da ja schon mal nochmal was gefunden und da könnte was Tolles dabei sein. Aus den Racks könnte ich mir auch ein Medikit machen. Aber ich heile mich... Oh Gott, ich erfriere. Ich heile mich dann doch lieber erstmal mit meinem Essen. Okay, früh morgens hier reinzugehen ist eine scheiß Idee, wie mir scheint. Erfriere ich jetzt deswegen? Ah, das ist besser. Erstmal noch was Heißes gegessen, dann geht... Oh Gott, ich wäre sowas von erfroren da drin. Ich komme nicht raus. Doch. Ja, ja, du hörst bald auf zu frieren. Die haben jetzt natürlich auch mehr Sinn. Aber im Zweifelsfall schmeiße ich die wieder weg. Also richtig wichtig scheinen sie mir nicht zu sein. Ist eher so ein, ja, gut, dass du sie hast, kannst ein Feuer machen, aber... Essen läuft ja eigentlich, was ist das da? Ach, auch nur wieder Moos. Das stumpfe Moos. Da will ich nicht hin, das sind Bienen. Sind die Dinger vielleicht eigentlich nur da, um mir zu sagen, hey, da ist was. Da musst du hin. Ich glaub's schon. Wow. Das ist furchtbar. Ich möchte ein größeres Inventar. Oder mehr Lagerfläche. Ich wäre tatsächlich mit beiden zufrieden. Ich vermute mal, einen Bären kann man nicht töten. Löwenzahn. Ach komm. Bin ich wenigstens wieder voll. Auf den Pilz hier fallen wir mal. Wie gesagt, wenn du 5 von denen findest, gibt es eine Errungenschaft am Tag. Also 5 von denen dann am Tag sammelst. Ich glaube, so gigantisch groß ist diese Karte gar nicht. Die habe ich auch schon mal. Pinewood Lake. Moment, ist das ein Zelt? Nee. Nö, nö, nö. Ah, jetzt bin ich ziemlich voll. Luchen. I sleep around the corner with a blueprint of my lover. The blueprint of my life. Bitte mehr Planks.
klar, Bolzen sind auch toll, aber nicht das, was ich gerade möchte. Und auch die Saat bringt mir absolut eigentlich noch gar nichts. Es war eigentlich doof, sie mitzunehmen. Weil solange du nichts damit machen kannst, wie viel haben wir denn jetzt? 7, du findest halt echt wenig. Von diesen verdammten Brettern. Und du findest halt nie Bretter hier drin. Ich könnte vielleicht mehr mitnehmen, wenn ich dich rausschmeiße. Ich nehme erstmal die Rex mit. Und die Nägel wären eigentlich auch nicht verkehrt. Zum Brauen. Ach komm, ich bin noch ein klein bisschen verletzt. Kann das halt alles nicht mitnehmen. Ich kann aber auch auf nichts davon noch weg damit. Habe ich noch Stahldraht oder Stahlrohre dabei? Ich nehme mal die Stahlrohre lieber. Halt, da waren Bolzen drin. Was ist das? Fiddlehead Fern, die kennen wir. Ach, scheiß ich drauf. Will die haben. Fiddlehead Fern kennen wir. Die sind essbar. Zum Brauen. Gut, dass ich die Sachen mitnehme. Ich guck mal, ob ich mir jetzt langsam eine Karte machen kann. Ich sehe was für. Wir nehmen die Seile mit. Stattdessen schmeiße ich das Moos mal weg. Wächst wahrscheinlich eh nach. Davon habe ich nämlich, glaube ich, nicht mehr so viele. Das war hier bloß noch einfach Saat drin, glaube ich. Hm, doch nicht. Gut. Und hier war, glaube ich, die Saat drin. Oh, und nochmal Stahl. Die Beete. Lasst uns nach Hause gehen. Wenn ich noch dieses scheiß Holz finden würde. Müsst mal gucken, wie viel noch fehlt. Vielleicht kann ich mir einen Erste-Hilfe-Kasten machen und nochmal zum Bären gehen. Warte mal, das ist nicht umsonst hier, oder? Wow. Bischofs Lace. Kenne ich nicht als Pflanze. Oder ist das, warte mal, ist das Schafgarbe? Könnte Schafgarbe sein, vom Aussehen her.
Kann ich hier etwas machen? Nö. Ja, mal Pfifferlinge. Die werde ich irgendwann anders in Masse sammeln. Aktuell nicht. Was ist das? Lukent. Die brauche ich eigentlich. Ich habe keinen Platz dafür. Brauche ich für die Karte und ich habe Angst, dass die Karte dann wieder einen Platz in mein Inventar einnimmt. Ja, da kommt's Wasser. Ich hätte auch oben was trinken können, aber nein. Oh, es ist doch eiskalt hier. Man muss sich das echt. Achso, es ist Sonnenuntergang, deshalb wahrscheinlich. Man sollte sich schon überlegen, was man hier tut. Hey, guck mal, da war der Baum schon wieder mit den Zweigen. Aber ich weiß nicht, es wurde, so wie das Spiel aussieht, waren da nicht sehr viele Entwickler beschäftigt. Und dann kann ich es schon verstehen, dass man nicht 100.000 Sachen macht, aber so wie, was er jetzt alles designt hat, gefällt mir tatsächlich. Du bist halt doch in gewisser Weise in deinen Ressourcen begrenzt als Einzelperson oder ein kleines Team, wenn du ein kleines Team bloß hast.